So, wir haben wieder wunderschönen Besuch hier. Wir haben uns heute schon im Bus gesehen, witzigerweise. Ja, wir sind zusammen Bus gefahren. Ja, aber ich bin falsch ausgestiegen. Deswegen... Busfahren in Berlin. Genau, Busfahren in Berlin ist unser gemeinsames Erlebnis und jetzt sogar ein Interview. Warum bist du denn hierhin gefahren mit dem Bus? Erzähl doch mal. Ich bin hierher gefahren mit dem Bus, weil ich die Queenies heute betreue, die Tattoo Queens, die Mädchen, die bei dem Missfall mitmachen. Und ja, ich bin sozusagen die Queen Mom heute. Genau, sehr schön. Und dann schaust du halt, dass die immer pünktlich auf der Bühne sind, dass sie ihre Läufe machen und dass du bei allen Wehwehchen und so, dass du da bist. Genau, ich gucke halt, dass sie Backstage versorgt sind, dass sie was zu trinken haben, dass sie Obst haben, dass die Anmeldung über die Bühne geht, dass alle Mädchen auch immer pünktlich da sind, rechtzeitig, bevor es auf die Bühne geht und für alle Wehwehchen und Sorgen. Sehr schön. Wie viele sind das? Ich glaube, heute sind es 17 oder 18 Mädchen. Ich habe so eine ungefähre Ahnung, wie das alles läuft, aber ist das jetzt schon über mehrere Wochen und Monate? Die haben sich immer weiter dezimiert und jetzt ist die nächste Runde, oder? Nein, also hier bei der Tattoo Queen ist es tatsächlich so, dass man sich auch spontan anmelden kann, sogar noch einen Tag oder... Okay, ich muss noch kurz weg. Ist alles total entspannt und gibt es keine Vorauswahl oder irgendwas. Man kann sich per E-Mail anmelden, über Facebook oder eben direkt am Stand, so wie auch einige Mädchen das gestern gemacht haben. Ja, und jeder ist willkommen, auch wenn jemand vielleicht noch nicht so viele Tattoos hat. Viele denken immer, dass sie nicht mitmachen können, weil sie vielleicht nur 2 oder 3 Tattoos haben. Aber ich sage immer, nicht die Anzahl, es kommt nicht auf die Anzahl von den Tattoos drauf an, sondern dass man auch Ausstrahlung hat und ein Typ ist. Weil es nützt niemandem was, wenn das Mädchen total zutätowiert ist, aber völlig langweilig ist und keine Ausstrahlung hat. Und wie, also wird die heute noch gekürt oder wird das über das ganze Wochenende veranstaltet? Also es gibt 3 Läufe. Es gibt den eleganten im Bikini und Street-Style, so wie die Mädchen halt normal auf der Straße auch laufen. Und abends, heute Abend nach dem Bikini-Walk wird die Queen dann gekürt. Von der Queen vom letzten Jahr. Ah, und was winkt da als Gewinn? Es gibt ein, Entschuldigung. Es gibt was, es gibt was. Trommelwirbel. Es gibt was, 3, 4. Es gibt eine Reise nach New York zur Tattoo Convention und ein kleines Taschengeld. Ich glaube, entweder waren es 500 oder 1000 Euro. Ich weiß es nicht genau. Ich will jetzt nicht so viel sagen. Ungefähr. Aber 500, Fall, dann freuen Sie sich. Die Reise zur Tattoo Convention nach New York. Und wie bist du daran gekommen, dass du jetzt da die Queen Mom bist, wie du sagst? Also hast du mit den Veranstaltern was zu tun oder eher mit der Tattoo-Misswahlen an sich? Oder warst du auch mal eine Miss? Ja, ich war. Ah, siehst du das meistens? Ich habe selber vor 2 Jahren auch mitgemacht, auch spontan. War auch sehr lustig. War auch, glaube ich, eine der schönsten Misswahlen, weil wir wirklich sehr viele tolle und unterschiedliche Mädchen machen. Und da ich selber gerne mit Menschen einfach zusammenarbeite und mir das Spaß macht und ich eine enges Geduld habe und mit den Veranstaltungen, mit den Veranstaltern auch privat halt zu tun habe. Genau. Und was machst du sonst so beruflich? Ich bin Kauffrau im Einzelhandel und arbeite nebenbei als Model. Okay, da kann man jetzt die Engelsgeduld kann man sich dann vorstellen, aber ich habe jetzt gedacht, irgendwas so in der Pflege oder so. Nein, oder Pädagogik. Pädagogik würde in der Familie liegen, aber die Pflege bin ich doch tatsächlich zu sensibel. Ja, okay. Ja, dann nimmt man viel mit nach Hause und so. Ja, also ich bin dann so hart wie wir wirken, das nimmt man mit nach Hause. Dann bin ich im Einzelhandel besser aufgehoben. Ja. Aber es ist ja schön, dass du dann auch nebenbei so, also es ist ja keine wirkliche Pädagogik, aber wenn man so ein paar Mädels zusammenhalten muss, ne, ist ja manchmal ganz unabhängig vom Alter, dass es irgendwie Pädagogik ist. In der Sommersaison auch auf Festivals an der Bar halt, ne? Also Barfrau fürs Leben. Also viel mit Menschen auf jeden Fall zu tun. Ich liebe das. Ja. Kann ich verstehen. Ich habe auch immer gerne Menschen. Echt? Ja, wäre jetzt nicht aufgefallen. Ja, ich weiß auch nicht, wie das kommt. Die kommen mich einfach so besuchen und dann reden die mit mir. Ja, oder wir fahren zusammen Bus. Genau. Hör mal auf. Da haben wir komischerweise nicht geredet. Da war ich noch zu fixiert auf die Bushaltestelle. Angelächelt. Das ist ja... Das ist bei Frauen schon mal alter Wert. Ja, aber das finde ich traurig. Leider. Also, das ist so. In der Gesellschaft, ja. Also es ist schon traurig zu beobachten, dass dann doch eher Leute wie wir im Bus oder in der Öffentlichkeit Platz machen. Wir für ältere Leute aufstehen oder auch für Schwangere, wo jetzt vielleicht andere Menschen, wo es eher erwartet wird, eben nicht so sind, weil die eben ignoranter sind als wir. Und von uns wird eben immer genau das Gegenteil erwartet. Ja, die bösen tätowierten Leute, die eben alles zugrunde richten. Ja, genau so. Sich im Bus daneben.
man sollte es trotzdem machen und immer was Gutes für sein Karma tun. Definitiv. Und was ich auch noch sagen wollte, dass du meinst, wir haben uns angelächelt, das ist ja auch oft unter Frauen einfach dieses Ding, also dass irgendwie dann gesagt wird, ja, da ist so eine Frau, die sieht gut aus, da gucke ich jetzt nicht hin oder bin sauer oder die hat einen kurzen Rock an oder was weiß ich. Genau, das typische Neid, neidische Verhaltensmuster von vielen Frauen, wenn sie eine andere tolle, schöne Frau sehen. Kommt vielleicht auch auf das Alter drauf an. Ich meine, wo ich noch jünger war, war vielleicht auch in manchen Sachen etwas unreifer reagiert. Aber heutzutage schaue ich mir sehr gerne schöne Frauen an. Und selbst wenn mein Mann mal einer schönen Frau hinterher schaut, schaue ich ihr auch hinterher und dann ist wieder gut. Hast Newton Schmack, Junge, sagst du dann. Warte mal, jetzt hatte ich noch eine Frage. Wo ist sie denn hin? Ach ja, genau. Ich wollte dich fragen, ob du das auch bei diesen Misswahlen mal mitbekommen hast. Also war da auch mal irgendwie so ein Zickenstreit, den du vielleicht auch sogar schlichten konntest oder so? Muss ja nicht im Detail, aber... Also so extrem jetzt nicht direkt. Prinzipiell habe ich heute von Anfang an gesagt, wer rumzickt, fliegt raus. Kann ich natürlich nicht machen, aber ist immer mein Konzept, weil ich hasse Zickenkrieg. Ich bin selber super entspannt und ja. Aber schlichten würde ich immer. Ja. Du sagst jetzt gerade was über die Outfits, in denen die Mädels da so laufen. Machen die denn auch sonst irgendwas, so eine Talent, was sie haben, oder sagen die auch was, oder ist es eher so, dass sie eher schon, also mit Ausstrahlung, aber schon eher das Äußerliche zählt? Also bei dem Contest auf jeden Fall das Äußerliche und halt natürlich auch auf die Tattoos wird viel geguckt, weil die Jury, die Mädchen sollen ja auch direkt vor der Jury stehen bleiben und die Tattoos zeigen und im Gegensatz zu manch anderen Misswahlen wird kein Talent oder irgendwas mit aufgeführt. Man kann natürlich sagen, ob man jetzt vielleicht als Model arbeitet oder Balletttänzerin ist oder Schauspielerin oder irgendwas, was man als Hobby gern macht. Aber ich sage immer die Ausstrahlung, der Typ. So, und ich sage auch immer bei den Mädchen, bei dem letzten Walk, bei dem Sexy Walk, sexy sein heißt nicht nackt. Also ich sage immer, ihr müsst euch nicht halbnackt auf der Bühne präsentieren, nur um sexy zu sein. Seid einfach so, wie ihr seid. Seid authentisch. Ja. Hast du denn, du musst ja keinen Namen sagen, aber hast du denn eine Favoritin? Ja. Mehrere, aber ich habe drei Mädchen, die finde ich ganz toll. Ja. Da bin ich schon gespannt, welche. Der einen habe ich auch die ganze Zeit Backstage immer auf den Hintern geschaut und habe ihr das auch ehrlich gesagt. Süß. Das ist cool. Achtest du da auch ein bisschen auf die Tattoos an sich, also auf den Stil? Also ist das dann auch so ein bisschen ausschlaggebend? Ich meine, du bestimmst ja nicht mit, ne? Du bist ja... Ich habe prinzipiell mit der Wahl oder mit dem Juryurteil gar nichts zu tun. Schau aber gerne Backstage generell, wie die arbeiten, mit an, weil ich mag das einfach total. Und sag das auch. Also wenn jemand schön aussieht oder eben schöne Tattoos hat, auf jeden Fall. Ich mag aber sowohl ein Mischmasch, wenn jemand gemischte Tattoos an seinem Körper trägt, so wie ich jetzt zum Beispiel. Oder wenn es ein Gesamtkunstwerk ist. Ist beides schön und interessant. Das ist halt einfach mit Überzeugung tragen. Ja, auf jeden Fall. Also ich sage auch immer, ich bin froh, dass ich kein Trend-Tattoo oder sowas mitgemacht habe. Ich habe kein Arschgeweih, kein Treibel oder irgendwas. Aber ich habe auch ein paar Sachen, wo ich sage, okay, hätte jetzt nicht sein müssen. Aber ich würde sie mir nie wegmachen oder lasern lassen, weil es immer Teil meines Lebens gewesen ist. Ja gut, das stimmt natürlich. Aber manchmal findet man auch noch Sachen, die das noch besser ausdrücken, was man sagen wollte. Dann ist man in der Zirkel. Das auf jeden Fall, aber naja, wie gesagt. Also ich habe auch ein Freundschaftstattoo, also ein, zwei, mit denen ich vielleicht jetzt nicht mehr befreundet bin, so wie das am Hals. Aber da ist auch der Name von meiner damaligen Freundin halt drin. Da könnte man covern, aber ich sage mir halt, es war eine Zeit lang eben eine schöne Zeit. Und gehört zum Leben dazu. Auf jeden Fall. Ich finde, man sollte dann nicht so hart mit sich ins Gericht gehen. Egal, wie man auseinandergegangen ist. Das finde ich eigentlich ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ja. So eine positive Note. Einfach. Ja. Aber war es ja die ganze Zeit auch. Alles. Also wir sind zwar im Streit auseinandergegangen, aber trotzdem, ja, man ist ja erwachsen. Auf jeden Fall, das ist immer das Wichtigste. Möchtest du denn von dir aus noch was erzählen, was heute noch wichtig ist bei der Wahl oder was über dich erzählen? Oder sollen wir dich wieder freilassen zu deinen Mädels? Freilassen? Also zu meinen Mädels muss ich auf jeden Fall gleich wieder zurück. Ich möchte einfach nur sagen, dass die Gesellschaft einfach vielleicht ein bisschen mehr sich öffnen könnte für jegliche Schubladendenken. Und aber auch in der Szene untereinander könnte es eigentlich wieder lockerer werden und nicht mehr so gegeneinander gearbeitet werden, sowohl unter diesen Tattoo-Models als auch unter den Künstlern. Es könnte mal wieder mehr
familiärer werden, so wie es früher war in der Szene. Ja. Das finde ich ein schönes Schlusswort. Genau. Ich danke dir für das Interview. Danke.